So. Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen und ganz spontanen Video von mir. Spontanen? Ja, spontanen. Ich hatte kurz einen Hänger. Hat sich wieder gegeben. So, heute gibt es ein spontanes Video, weil ich gestern wiederum auch spontan eine Bestellung bei Douglas abgesetzt habe und mir etwas selbst geschenkt habe, wo ich schon ganz, ganz lange überlegt habe, es mir zu kaufen. Tut mir auch übrigens leid, wegen dieses Gesichts zurzeit. Ich habe es gerade frisch gewaschen. Ich bin zurzeit die Lady in Red mit den roten Wangen, weil sobald ich mein Gesicht wasche und eincreme, kriege ich erstmal so einen roten Anfall. Ihr merkt schon, ich bin sappelig heute. Ich habe auch diverse Kaffee in der Birne heute. Das ist immer gar nicht so gut, tatsächlich. Aber ja, ging nicht anders. Sonst hätte ich den Arbeitstag nicht überlebt. Ich hoffe, das mit dem Licht ist völlig okay für euch. Ich drehe heute mit natürlichem Licht. Ich wollte einfach mal so ein ganz spontanes Birte-Live-Video machen mit euch und halt ohne groß... Also sowieso, ich künstle sowieso nicht, ne? Also das, was ihr seht, das ist, so bin ich halt. Und aber heute hatte ich mal... Eigentlich habe ich auch gar keine Lust zu schneiden. Also es kann schon sein, dass das Video so eine Stunde geht. Ich hoffe, ich habe da nichts gegen. Und ja, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen, was so abgegangen ist. Und einfach ein paar Dinge mehr von mir. Ich hoffe auch, ich bin scharf. Ich habe mich heute selbst eingestellt. Normalerweise... Okay, also so funktioniert übrigens mein Gehirn. Ich springe auch mental immer von einem zum nächsten Thema. Also vielleicht kriegen einige von euch heute ein Schleudertrauma. Ich hoffe, ja, ertragt es, aber ich bin so ein Themenspringer, auch im Kopf. Okay, was ich sagen wollte, fangen wir mal damit an mit der Kamera. Ich stellte mich selber ein, denn ich filme zurzeit wieder auf meiner Canon. Das ist unsere Spiegelreflex, die gehört eigentlich meinem Freund. Er hat die 1100D, ich lese das gerade ab, die EOS 1100D. Die ist super zum Filmen. Der einzige Nachteil ist, es gibt kein Flip-Display. Ich sehe mich also nicht. Ich habe ja die Nikon One, mit der ich bisher mal gefilmt habe. Die mag ich sehr gerne, weil die einen Auto-Zoom hat. Das hat die Canon auch nicht. Ich finde aber die Bildqualität, wenn man richtig eingestellt ist, von der Canon schöner als von der Nikon. Abgesehen davon ist es so, dass die Nikon-Kamera, da kann ich nur 17 Minuten mit aufnehmen und dann geht die automatisch aus. Es ist total nervig. Abgesehen davon, ich nehme zweimal 17 Minuten auf und dann muss ich erstmal eine halbe Stunde abkühlen, weil dann ist der Akku überhitzt. Also es ist ein totaler Abturner. Super Kamera, wenn ihr eine so zum Knipsen haben wollt, die ein bisschen mehr Features hat und wo ihr halt die Objektive tauschen könnt, da ist die echt cool. Aber zum Film nicht wirklich optimal, würde ich es jetzt mal nennen. Okay, ich erzähle weiter. Kriege gerade ganz viele lustige Nachrichten auf meinem Handy. Liebe Nadine, einzigartig 81, ich bekam gerade deinen Post zu sehen. Aber sehr schön. Okay, also, es geht weiter. Ich bestellte gestern, ich war ja zu Hause gestern, woher sollt ihr es wissen, ich hatte gestern einen Tag Urlaub, spontan, denn erstens hatte meine Mama Geburtstag und zweitens hatten wir einen Maler am Haus, der nur mit offenen Fenstern arbeiten konnte und weil ich nicht so gerne die Fenster offen lassen wollte, weil zurzeit irgendwie unglaublich viel eingebrochen wird hier in der Gegend, habe ich halt einen spontanen Tag freigenommen. Und da ich ja sehr viel Zeit hatte und wir wissen ja, wenn Frauen Zeit haben, dann shoppen sie, shoppte ich bei Douglas. Und ich kaufte mir etwas. Mädels und Jungs, ihr glaubt gar nicht, wie lange ich da schon drüber nachgedacht habe, das Teil zu kaufen. Und zwar habe ich mir meine eigene kleine Mini-Mac-Palette gebastelt, möchte ich jetzt mal sagen. Und zwar ist das so ein Vierer-Quad, das ist so eine Leerpalette, die ihr quasi mit diesen... Nachfüll-Eyeshadows befüllen könnt. Und ich habe mir halt, ich habe wirklich ganz, ganz lange jede Menge Swatches im Internet angeguckt. Also ich kann nur sagen, Pinterest ist generell mein bester Freund, was so Inspiration und Ideen, was Haare, Nägel, Make-up etc. angeht. Pinterest ganz weit vorne. Und ich habe halt ganz viel so Swatches angeguckt von MAC-Lidschatten und es gibt auch so ganz coole Bilder von Leuten, die eben ihre kompletten Lidschatten nach Farbgruppen sortiert, eben mit Namensbezeichnung sozusagen ausgelegt haben. Und da konnte ich mir wirklich alle Farben angucken,
war teilweise auch im Douglas und habe mir da die Auslagen eben auch angeguckt und habe geswatcht und habe mir jetzt halt so mein Vierer-Quad zusammengestellt, so wie ich. Also es ist einfach mein Traum-Quad. Also das ist halt genau meins. Und Hintergrund war eigentlich der, abgesehen davon, dass ich gerne mal mehr MAC-Lidschatten haben wollte. Ich habe schon ein paar, die zeige ich euch auch gleich gerne nochmal, wenn ihr sie sehen wollt. Was ihr mir ja nicht beantworten könnt, ich zeige sie euch trotzdem. Ich habe bisher nur diese Singles. Und ich habe mal ganz erfolglos versucht, einen rauszunehmen und in eine Siehpalette zu stecken. Kann ich nicht zu raten. Ihr ärgert euch wirklich einen Arsch auf, weil die brechen euch echt durch. Also lasst das einfach lieber sein und kauft euch gleich, wenn ihr solche Siehpaletten habt oder auch eben diese Custom-Paletten da. Holt euch gleich diese Inlays. Also mein Tipp für euch, abgesehen davon sind die auch günstiger. So, schon mal super viel gesabbelt. Ihr wollt sie bestimmt sehen, meine Traumpalette. Und zwar ist sie so schön. Ich habe sie gerade eben von der Post abgeholt und ich habe die aufgemacht und dachte, oh Gott, es war die richtige Entscheidung, weil ich so... Also ich habe so einen Glücksschub bekommen, das glaubt ihr nicht. Also für mich war es heute genau das Richtige. Und zwar ist sie das hier. Es ist sie. Sie ist so schön und sie ist so süß. Und was ich sagen wollte, der Hintergrund war der, ich wollte gerne eine Palette haben mit den Lidschatten, die für mich perfekt sind, um Tages- und Abend-Make-up zu machen. Und die ich auf Reisen mitnehmen konnte. Deswegen habe ich auch nur ein Vierer teilgenommen. Ihr könnt Zweier, Vierer, Sechser, Zwölfer, glaube ich, ist das Zwölfer oder Fünfzehner? Ich weiß gar nicht mehr. Es gibt auch ganz große Paletten. Die habe ich von Kiko, um euch das mal so anhand der Größe zu zeigen. Ich meine, es ist ein Koffer, ne? Also nimmt man ganz, ganz selten mit auf Reisen, würde ich sagen. Und ich wollte halt eins, was man mit auf Reisen nehmen kann. Dieses hier ist natürlich cool, wenn ich jemand andere schminke, ne? Muss man mal so sagen, weil man hat echt richtig, richtig cool viel Auswahl. Und die habe ich mir auch voll gedonnert, diese Kiko-Palette. Mag die auch total gerne, aber ich schweife schon wieder ab. Ich wollte eine von MAC. Ich wollte ein paar mehr MAC-Lidschatten und ja, das ist sie geworden. Und ich liebe, liebe, liebe sie. Habe ich schon mal gesagt, ich hoffe, dass ich scharf bin, also scharf gestellt. Ich musste mich ja, ja, okay. Habe ich schon erzählt, ich merke schon. Das ist diese Palette. Ich habe hier oben einmal... Ist alles magnetisch. Alles magnetisch. Ich freue mich unglaublich. Hier oben links habt ihr Nylon. Das ist so ein ganz bekannter Highlighter-Ton, der auch ganz, ganz gern, glaube ich, so wie ich das jetzt rausgehört habe, als Highlighter fürs Gesicht verwendet wird. Ich wollte einfach nur ein richtig schönes Highlight unter der Augenbraue und für den inneren Augenwinkel. Mehr mache ich damit im Grunde eigentlich nicht mit solchen hellen Tönen. Dann habe ich die Farbe Sober. Das ist ein ganz schönes, ach Gott, wie soll man das sagen, warmes Haselnussbraun mit so ein bisschen goldenem Schimmer, goldenem rötlichen Schimmer, aber das nimmt man fast nicht wahr. Und das finde ich, also auch für den Single Eyeshadow Look, ne? Ich bin ja so eine Verfechterin von im Arbeitsalltag ganz rucki-zucki, am Wochenende gerne mal volle Lotte, aber im Arbeitsalltag gerne rucki-zucki. Da finde ich den mega, mega, mega cool und auch die oberen beiden zum Beispiel zusammen finde ich super. Dann haben wir hier unten rechts die Farbe Espresso. Die habe ich bewusst gewählt, weil es ein ganz, ganz dunkles Schokoladenbraun ist. Und es ist ein matter Ton, der einzige matte Ton übrigens in meiner Palette. Die andere, dieses hier ist ein Satin, bin ich der Meinung. Und diese beiden sind so ein Velux Pearl oder wie das heißt bei MAC. Keine Ahnung, kann ich euch nachher alles nochmal genau erzählen, wenn ihr es wissen wollt. Schreibe ich euch jetzt sonst gerne nochmal in die Infobox. Genau, Espresso habe ich genommen, eben um gegebenenfalls einen falschen Lidstrich zu ziehen. Ach, ich habe so Brennmädels. Alter Verwalter. Kurz mal auch mit eingegrätscht übrigens. Das ist also wie gesagt Espresso. Espresso habe ich mir geholt, um einen falschen Lidstrich gegebenenfalls zu ziehen oder um eben die Lidfalte noch ein bisschen zu intensivieren oder auch einfach, wenn ich mal Bock habe, ein richtig dunkles, braunes Smoky Eye zu machen, finde ich auch mega schön. Und dann... Oh, ich liebe ihn! Ich liebe ihn! Die Farbe heißt Beautiful Iris. Und
Ich meine, hallo, ich bin schockgefrostet. Das ist so eine geile Farbe. Also ich habe auch heute echt so einen Hype, muss ich sagen. Ich habe auch keine Tabletten genommen, ich habe nichts getrunken. Es ist wirklich nur der Kaffee. Ich bin so ein bisschen außer Rand und Band heute. Ja, Beautiful Iris, ich finde, der Name sagt alles. Es ist einfach ein so, so, so schönes Lavendel, ganz helles Flieder mit so lila, blau, changiert das. Und oh, ich liebe es. Ich finde es so geil. Und vor allem, ich finde das halt ganz toll, oder ich mag das total gerne, den inneren Augenwinkel ein bisschen mit einer hell schimmernden Farbe zu nehmen. Ah, finde ich super. Ja, so. Wartet kurz. Ja, ich glaube, ich habe an alles gedacht, was das Thema MAC-Paletten angeht. Genau. Nylon, Sober, Beautiful Iris und Espresso. Bei Espresso habe ich am Anfang gedacht, tut mir auch leid wegen der ganzen M's. Das ist immer, wenn ich schneller denke, als ich spreche und so. Als erstes wollte ich Cork nehmen. Aber Cork und Sober sind sich zu ähnlich, weil Cork ist ein bisschen, ist quasi die matte Version von Sober. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann wären die beiden Farben aber zu ähnlich gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, ich nehme doch lieber einen dunkleren, auch wegen dieses falschen Lidstrichs. Und bei euch so? Ich muss kurz mal innehalten, weil sonst überschlage ich mich mental. Gut, ihr seht, deswegen, es tut mir auch echt leid wegen des Gesichts. Genau, ihr seht, ich habe jetzt halt nichts im Gesicht. Wir fangen also quasi, es ist abends wie morgens an. Das mache ich auch total gerne übrigens, denn wie gesagt, ich habe morgens nicht die Zeit. Ich bin morgens immer ein bisschen gestresst, bevor ich zur Arbeit gehe. Also kommen wirklich echt nur die Basics aufs Gesicht, sage ich euch so. Aber ich mache das total gerne zum Entspannen, dass ich mich abends nochmal abschminke. Ich weiß, jetzt kommt echt eine total verrückte Geschichte. Ich schminke mich total gerne abends nochmal ab. Putz schon mal Zähne und so weiter und so fort. Das mache ich auch gerne nochmal zweimal. Kann ja nicht schaden. Und dann nehme ich mir meine schönen Paletten und entweder, also manchmal gucke ich sie mir auch einfach nur an, weil ich sie einfach so schön finde. Und manchmal schminke ich mich auch wirklich nochmal komplett neu. Und dann übe ich quasi Looks oder schmink mir Looks, die ich dann auch vielleicht mal am Wochenende trage oder auch mal bei Freundinnen dann mache, wenn die irgendwelche Festivitäten haben oder so. Und ja, lass mich dann einfach, also es ist halt so Entspannung für mich. So, jetzt ist also abends, wir schminken uns wie morgens. Darauf wollte ich hinaus. Na? So, ja, was machen wir denn? Also zum allerersten fangen wir mal an mit, ich mache auch keine Base, weil es ist abends, ich will ja nicht, dass das stundenlang hält. Ich mische mir heute mal zwei Foundations, das habe ich nämlich am Samstag gemacht und war ganz begeistert. Und zwar meine Lieblinge, die Perfect Match in der Farbe Golden Beige und die Indefectible Sculpt in der Farbe 02. Jo, dann legen wir mal los mit der Paula. Was ich sagen wollte, ich habe ja hier diesen Complexion Sponge, das ist so ein Freudscher, echt, ich sag's euch. Und ich benutze ihn das zweite Mal und ich habe hier schon wieder hier so ein Mäuseloch drin. Also verrückt. Ich finde die ja gut, aber die gehen mir zu schnell kaputt. Deswegen, meine Pinsel, das sind grundsolide Freunde, die verlassen einen nicht. Gut, irgendwann gehen sie auch mit ihren Haaren mal flöten, aber die machst du sauber, dann geht da mal ein Haar raus, aber du kannst trotzdem noch weiter arbeiten. Wisst ihr, wie ich das meine? Sowas nervt mich ja total, ne? Und wie gesagt, der ist nicht teuer, kostet 5,99 €. Ich sag euch ehrlich, wäre das der Beauty Blender, würde ich mir in den Arsch speisen für die 19 Euro, die man ausgibt, wenn man es jetzt regulär bei Douglas bestellt. Nee, das fand ich richtig ätzend. Deswegen nehm ich immer den von Real Techniques. Der ist nämlich genauso schön weich und angenehm und kostet nur 5,99 €. So. Ja, ich nehme mir mal von jeder Foundation ein Pumpstoß, ist viel zu viel, macht aber nichts. Und dann geht die los. Dann geht sie los. Dann geht es los. So. So, dann wollen wir mal gucken. Ich nehme mal hier mein Spiegel in die Hand. Wundert euch bitte nicht. Oh, sagt doch was. Das passiert ja mal sehr leicht, wenn man sich abends nochmal, oder wenn man sich abends abschminkt und die Wimperntusche dann im inneren Augenwinkel hängen bleibt, nicht wahr? So.
Ja. Was ist noch so los? Was ist noch so los? Ich habe ein Tattoo. Ich habe ein Tattoo. Wartet mal, ich mache mal kurz die Tür hier zu. Es müssen mich ja nicht alle Nachbarn hier reden hören, ne? Ich habe ein Tattoo. Ja, ich habe ein Tattoo. Oh Gott, Freunde der Sonne. Das war ja auch eine Steißlage. Dieses Tattoo, ich wollte das schon haben. Ganz, 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 ganz lange. Also mein Freund, der ist ja schon tätowiert gewesen, bevor wir uns kennengelernt haben. Und ich finde Tattoos immer super. Ich hatte echt Schiss. Nicht wegen der Schmerzen. Gar nicht. Ich bin echt nicht so schmerzempfindlich. Ich bin Migränepatientin und wer von euch Migränepatient ist, ich habe mir sagen lassen, die meisten kommen nicht unter Ibu 600 weg mit ihrer Migräne. Ohne Witz, mir reicht eine Ibu 200. Und dann lege ich mich hin und ich sehe schon Sterne. Also es ist wirklich richtig, richtig übel. Aber ich lege mich dann hin und dann ist auch gut. Also ich bin jemand, der Schmerz echt gut ertragen kann. Aber davor hatte ich auch nicht Schiss, davor hatte ich keine Angst, das wollte ich ja sagen. Sondern ich hatte so viel über die Farben gelesen im Internet, dass ich echt Schiss bekommen habe, ne? Weil da stand halt dann teilweise, dass das krebserregend ist und ja, also jede Menge Horrorgeschichten halt irgendwie. Und da war ich so verunsichert und habe dann mit der die Freundin des Tätowierers meines Freundes gesprochen. Die hat mich dann auch tätowiert, sie ist selber auch Tätowiererin. Und habe dann mit ihr gesprochen und habe das auch mit einer Freundin zusammen gemacht. Wir haben uns dann verbündet, weil sie auch ganz lange schon ein Tattoo haben wollte. Und ja, haben uns dann letzte Woche, am 31.05. wurde ich gestochen, sind wir dann zusammen los und haben uns halt das Tattoo stechen lassen. Und bei mir ist es halt nur was ganz Kleines geworden, ein kleines Herz. Und das bedeutet mir halt super viel. Ich wollte nur ein ganz, ganz kleines, filigranes Tattoo haben, nichts Großes, Dolles. Wobei ich heute Nacht geträumt habe, dass ich mich richtig doll habe tätowieren lassen. Also hört auf, ey. Verrückt. Mein Gehirn ist manchmal äußerst fantasievoll. Ja, ich habe mir also nur ein kleines Tattoo machen lassen. Und zwar an einer Stelle, die ich immer sehen kann, wenn ich möchte, aber jemand anders nicht. Und ja, das Herz bedeutet mir halt sehr, sehr viel, weil das wirklich, da passen alle Menschen rein, die ich liebe. Und ja, ich stelle mir halt jeden Tag gefühlt die Namen der Menschen vor, die in diesem Herzchen stecken, die ich liebe. Und deswegen ist mir das sehr wichtig. Und bei meiner Freundin war es ähnlich. Sie hat sich auch etwas Kleines tätowieren lassen, was ihr sehr viel bedeutet. Und ja, das war also letzte Woche. Und meine Tätowiererin, also die mich tätowiert hat, die Nancy, liebe Grüße Nancy, von Spay Tattoo, Hamburg Spay Tattoo, hat mich halt oder hat uns halt vorher extrem gut aufgeklärt und wir konnten alle Fragen loswerden und hat mir im Speziellen genau gesagt, was für Stoffe in, also was, nicht was für Stoffe in den Farben sind, sondern dass die Farben, die sie in ihrem, im Studio, dass die Farben, die sie im Studio verwenden, eben definitiv geprüfte Farben sind, sondern wirklich nur Farben verwenden, die benutzt, die geprüft sind. Es gibt so eine Prüfstelle in Deutschland irgendwie, die sich darum kümmert, sowas zu testen. Und die Farbe, die für diese Linien verwendet wird, ist eine vegane Farbe. Fand ich auch sehr spannend. Also das hat mir halt, sie hat sich halt sehr viel Zeit genommen, uns auch die Angst zu nehmen. Meine Freundin hatte eher, glaube ich, Angst, so wie ich das so rausgehört habe, vor den Schmerzen. Das hatte ich, wie gesagt, überhaupt nicht, weil ich wusste, das ist... Nancy meinte zu mir, also wenn wir 3 Minuten brauchen, bin ich echt lahm. Und es hat auch, glaube ich, also ich würde mal sagen, es hat vielleicht, keine Ahnung, 2 Minuten gedauert. Das war zack, 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 fertig und dann war das Tattoo durch. Und von daher war mir das mit den Schmerzen, also wie gesagt, das war überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Und ja, was wollte ich jetzt erzählen? Achso, ja, das war also am 31.05. Da habe ich mich also tätowieren lassen. Ganz, oh Gott, war ich aufgeregt. Meine Fresse, war ich aufgeregt. So, Base sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ich finde ja immer gleich, das macht so viel aus, ne? Wenn man eine richtig schöne Base hat. Dann... Ich muss mal ab und zu aus dem Bild auch huschen, was auch typisch meiner einer ist, möchte ich hier übrigens mal sagen, dass Sachen auch einfach
verloren gehen bei mir. Egal, ich wollte eigentlich das tolle Color Correcting Puder nehmen von Catrice, glaube ich, ist das. Ich nehme jetzt aber mein Superstay Better Skin Fawn Puder von Maybelline, um das Make-up ein bisschen zu setten. Wo wir beim nächsten Thema wären, Quantensprung. Meine Haut, Halleluja, Freunde, Wahnsinn, die geht ab zurzeit. Ich hatte ja diese L'Oreal Nachtcreme verwendet. Diese für Haut, ich sage jetzt mal ganz stumpf, ne, für Haut ab 40. Diese in diesem roten Tiegel, der ist so rot, schwarz, ein bisschen so ombre. Ich war die ersten zwei Tage so begeistert. Ich habe das jedes Mal mit Cremes, ne? Ihr glaubt das nicht. Ich habe die verwendet, so eine Nachtcreme, so eine Übernachtcreme-Maske irgendwie. Und die ersten zwei Tage, meine Haut war prall, fest, keine Falten, kein Nichts, kein... Also alles super, wie ein Babypopo. Und den dritten, vierten Tag auf einmal dachte ich dann während der Arbeit, Alter, was siehst du, ich sah aus wie eine Sardine. Das war nicht zu fassen. Ich habe geglänzt. Also Fischschwanz ist ja ein Scheißdreck dagegen, ne? Ich habe heute auch Tourette, merke ich, ne? Also, ich sah aus, also es sah wirklich richtig, richtig ätzend aus, ne? Also ich habe geölt, das war echt nicht fassbar. Und dann habe ich jetzt erst gedacht, vielleicht habe ich irgendwas anderes gemacht oder anders gemacht als sonst. Und dann fiel mir irgendwann ein, ah ja, du hast ja diese neue Creme. Und das hatte ich auch schon mit diesem Serum von Lancôme. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Da war das Original genau die gleiche Chose. Zwei Tage, alles super, meine Haut freut sich. Bei der war es wirklich genau das gleiche. Alles super, die ersten zwei Tage Bombe, meine Haut freut sich. Sie ist prall, sie ist knackig. Und am dritten Tag... war das, die hat, also als würde sie alles im rasenden Galopp von sich schmeißen. Das war der Hammer. Das war der Hammer. Naja, auf jeden Fall ist das bestimmt jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Wochen her. Und es ist jetzt etwas besser, weil ich habe meine Pflegeroutine wirklich so runtergeschraubt. Also ich verwende zurzeit eine Stück Seife, um mein Gesicht zu waschen. Kein Toner, kein Serum, kein gar nichts. Das Einzige, was ich verwende und auch nur... Das nur, weil ich weiß, dass das mir den Arsch rettet, ist mein Sanctuary Ölspray. Und das hat meine Haut jetzt so runtergeholt. Also die braucht diesen ganzen Klimbim einfach nicht, ne? Also, ja, Wahnsinn. Das war der Ausflug in meine Körperpflege, in meine Gesichtspflege. So, dann wollen wir auch noch ein bisschen weiter arbeiten, ne? So, was nehmen wir denn heute mal für eine Base? Ich will ja gar nicht so viel machen, ne? Irgendwas, was ich hier schnell greifen kann. Achso, ich hole mal meine MAC-Lidschatten raus hier, damit ich euch die auch gleich nochmal zeigen kann. Ich bin ja jetzt stolze, ganz stolze Besitzerin mehrerer MAC-Lidschatten. Ach schau, und dann nehmen wir doch mal den Paint Pot. Ja, machen wir doch heute mal komplett MAC. Jedenfalls fürs Auge. Ich nehme erstmal den Paint Pot in Soft Ochre. Der hat halt so einen gelben Grundton. Finde ich ganz super. Ich bin ja auch eher so, auch wenn ich blond bin. Ich werde ja immer wieder gefragt, ob... Also, wer hat mich denn letztens gefragt? Ich habe schon wieder vergessen. Ob ich sicher bin, dass ich einen gelben Unterton habe? Ja, bin ich. Ich sehe mich ja täglich. Und rosa, ganz ehrlich, wenn ich einen rosanen Unterton nehme oder neutral, das geht gar nicht. Ich bin ein bisschen brutal heute auch, ne? Das geht gar nicht. Also, das sieht verboten aus. Und von daher finde ich persönlich, also für mein Auge, den Soft Ochre wesentlich schöner als den Painterly zum Beispiel. Ich habe aber von... Maybelline gibt es ja mittlerweile auch diese Verschnitte, sage ich jetzt mal. Und da finde ich den Painterly-Verschnitt sogar besser von der Farbe als den Painterly. Ich finde, er ist noch ein Ticken anders. Aber, ja, Soft Ochre. Ich muss mal ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen, ne?
Tut mir total leid. Ich bin wahrscheinlich, viele verwirre ich wahrscheinlich, vielleicht verstöre ich auch einige Leute. Tut mir leid. So, ja, Base haben wir. Ich, in der Zeit, in der die Base trocknet, bevor sie das tut, pudern wir sie noch einmal ab. Oder wir, me, myself and my crazy eye. So, pudern wir sie nochmal ab. Zeige ich euch die Lidschatten, die ich schon habe. Und zwar habe ich hier diese, habe ich ja schon, eben schon erzählt, diese Mono-Lidschatten. Ich fange mal an mit dem einzigen Pigment, was ich habe. Und zwar ist das Angelic oder Angelique, keine Ahnung. Es ist ein gepresstes Pigment. Das ist so ein weißer, es ist eigentlich nur ein weißer Glitzerton, den ich mir gekauft habe für Silvester. Ich habe es nie Silvester getragen. Ich werde vielleicht mal irgendwann einen komplett weißen Look machen. Habe ich gerade so eine Eingebung gehabt vorhin und dachte, Mensch, das ist vielleicht eine ganz coole Idee. Aber also wie gesagt, ein gepresstes Pigment. Super, um einfach, ich weiß nicht, Glitzer ins Auge zu kriegen. Dann ein, einer meiner liebsten MAC-Lidschatten, und zwar ist das die Farbe Fex. Das ist ein Frost Finish. Das ist so ein heller Ton, der so ein grün-rosé-Touch hat. Ich glaube, ihr könnt das aus der Perspektive gar nicht sehen. Das ist dieser hier, ist jetzt hier am Zeigefinger. Das ist auch eine ganz, ganz tolle und ganz, ganz, ganz spezielle Farbe, die für mich total frühlingshaft ist. Und ja, den liebe ich auch sehr. Dann eine Farbe, die ich selten verwende. Und das war auch die, die ich versuchte rauszupotten und Katastrophe. Das ist die Farbe Silvering. Das ist auch so ein Velux Pearl. Ein ganz klassisches, ja, Blau-Silber, würde ich es jetzt mal nennen. So sieht die Farbe aus. Auch ganz, ganz, ganz schön, aber ich verwende nicht so häufig Grau. Und irgendwie, wenn ich Grau verwende, irgendwie vergesse ich immer, dass ich den habe. Ich habe aber auch so viele Paletten und so. Ich habe letztens auch gerade darüber nachgedacht, dass ich dachte, meine Güte, braucht ein Mensch so viel? Nein, wir brauchen es alle nicht, aber ich liebe mein Klimbim. Ich liebe mein Klimbim. Es macht mich glücklich, dass ich ihn habe. Es ist, ich liebe ihn. Dann meine zwei Lieblingstöne bisher. Mal gucken, ob einer von den neuen diese ablöst. Das ist zum einen Patina oder Patina. Das ist auch ein Frost. Und das ist so ein richtig schönes, antikes, alt... Ich kann das nicht mehr sagen. Das ist so wie so ein Alt-Messing, finde ich so ein bisschen. Das ist so ein Messington mit einem Hauch Rosé drin. Der ist so speziell, ich liebe den. Patina, große, große Empfehlung. Wenn ihr ihn noch nicht habt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Und das war dann mein letzter, den ich mir gekauft habe. Und zwar ist das die Farbe Texture. Das ist ein Velvet, das ist so ein Rot- oder Orangebraun, auch mit so einem leichten Schimmer. Und diese Farbe ist der Oberhammer. Ich liebe die alleine auf dem Augenlid. Großartig. Großartig. Das ist so wie so ein Wüstenrot. Wüstenrot. Perfekte Farbbeschreibung. Wüstenrot. Ja, und dann halt meine neuen. Und damit habe ich jetzt 4, 8, 9 Stück. Juhu! Ich kann mich über sowas freuen. So, ich würde sagen, der Paintpot ist getrocknet. Ist auch ein blöder Winkel, ne? Aber ich muss mich hier irgendwie... Es ist so anstrengend, die ganze Zeit zu reden. Ich muss mich hier irgendwie abstützen. Okay. Womit fangen wir dann mal an? Ja, ich weiß, womit ich anfange. Ich benutze heute jetzt auch bewusst mal nur die neuen Lidschatten und nicht die, die ich schon hatte. Um einfach auch mal zu gucken, ob die Zusammenstellung, die ich jetzt getätigt habe, wirklich für alles reicht. Hm? Hm. So, dann nehmen wir uns erstmal, also ich immer mit wir, ne? Ich spreche bei wir von mir. Übrigens, für alle, die es noch nicht wussten. Okay, ich nehme einfach mal einen klassischen Smoky Shader von Zoeva. Das ist dieses Teilchen, was gefühlt jeder hatte. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeitschrift war das denn? Marie Claire oder so? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so eine gehobene Zeitschrift. Frag mich nicht. Ich fange mal an mit der Farbe Sober und werde die aber nur so auf dem beweglichen Augenlid bis zur Hälfte, vielleicht einen Ticken drüber noch, aber nicht zu viel. Wir müssen uns ja erstmal eine Basis schaffen. Okay, die Farbe finde ich schon mal mega. Ich finde, also ich mache übrigens heute auch, ich teste einfach nur. Es ist jetzt kein ambitioniertes Tutorial hier, ne?
Ich liebe, wisst ihr, was ich an MAC-Lidschatten mag? Auch an denen, die ich bisher schon hatte. Ich liebe das, dass sie gut pigmentiert sind, aber nicht so, dass man so übervorsichtig sein muss, sondern es sind auch mal Fehler erlaubt. Ne? Und das finde ich mega. Ich finde ja alleine schon, also diese Farbe, man kann sie noch gar nicht mehr so richtig sehen, aber das ist halt so wie meine Haut, bloß ein bisschen sonnengebräunt. Finde ich ja schon mal schön. Ja. Genau. Großes Thema weiter. Ich hatte ja gesagt in meinem letzten Video, es war halt so viel in meinem Privatleben und was mir durch den Kopf ging irgendwie. Und ja, noch ein Thema, was zurzeit viel in meinem Kopf ist, ist das Thema Urlaub. Wir tun uns da echt schwer zurzeit, irgendwie eine Lösung zu finden für das Thema Urlaub. Wir wollten eigentlich mit meiner Familie zusammen und Freunden zusammen dieses Jahr in Urlaub fahren. Und da mein Freund und ich ja kinderlos sind, aber ja, wir möchten gerne Kinder, falls die Frage nochmal irgendwann kommt, haben wir uns da halt an die Zeiten gehalten von den Menschen, die halt Kinder haben, die mitkommen, die eben an Ferien gebunden sind und so weiter und so fort. Ja, und jetzt ist es aber so, dass wir in den Ferien Urlaub haben und wir aber nicht alle zusammen fahren. Und mein Freund und ich deswegen so ein bisschen in die Röhre gucken. Und ja, es ist halt ein bisschen ätzend. Und es regt mich einfach zurzeit, es regt mich einfach auf. Erstens, ich mag nicht mehr ich mag wegen der politischen Lage auf unserer lieben Welt nicht überall hinreisen. Ich weiß, man soll sich davon keine Angst machen lassen, aber gewisse Ziele wird es momentan nicht geben. Momentan nicht, weil ich einfach sage, es ist mir auch einfach zu unentspannt, wenn man dann Angst haben muss, dass irgendeiner mit einem Maschinengewehr aus der Hecke springt. Mein Freund hat halt auch gewisse Ziele, wo er halt gerne hin möchte, wo er nicht so gerne hin möchte. Und wir waren jetzt die letzten Jahre immer mit dem Auto unterwegs und haben halt dieses Jahr gesagt, wir möchten fliegen. Das Problem ist, ihr könnt es euch nicht vorstellen, Spanien ist echt wenig verfügbar noch, Italien ist echt mega wenig verfügbar noch. Selbst Griechenland gibt es nicht mehr so viel, was man buchen kann, weil die Leute alle gewisse Ziele wie Türkei, Ägypten, Griechenland versuchen so ein bisschen zu umschiffen. Also das ist schon spürbar, auch in den Reisebüros, wenn du guckst in den Online-Portalen. Und das hat mich echt so gestresst, weil wir haben den Frühbucherzeitpunkt komplett verplant oder verpasst, weil wir da noch nicht wussten, ob wir jetzt alle zusammenfahren, ob ja, ob nein, ob hier, ob ha. Und sind jetzt also wirklich, wir haben Urlaub Ende Juli bis Mitte August, sag ich jetzt mal so grob. Und es ist halt echt ätzend. Du kriegst halt nichts Adäquates für dein Geld. Es ist entweder exorbitant teuer, wo ich einfach auch sage, ganz ehrlich, für 7 Tage Malle zahle ich keine 1,5. Und ja, weiß nicht, das nervt und stresst mich halt total zurzeit. Ich habe jetzt übrigens mit der Farbe gearbeitet. Ich würde jetzt den Ton Espresso mal nehmen. Den nehme ich auf einen zierlicheren Zoeva Luxe Petit Crease, diesen hier. Und gehe damit ins äußere V. Naja, also auf jeden Fall ist das halt so, dass mich das echt stresst. Boah, das ist aber gut pigmentiert, Freunde. Okay. Mit dem muss man aufpassen. Blenden wir gleich aus. Der hat Feuer. Ja, also auf jeden Fall Thema Urlaub irgendwie ganz schwierig. Und meine Schwester hatte dann gefragt, ob wir vielleicht die Fahrt nach Österreich, ob wir mitfahren wollen. Aber irgendwie, wir haben halt, die letzten Jahre war es halt so, dass wir in Dänemark waren. Wir waren in Deutschland, haben eine Deutschlandreise gemacht, was auch mega interessant ist, kann ich nur sagen. Sollte man echt mal gemacht haben, wenn man aus Deutschland kommt, finde ich, dass man das eigene Land mal so ein bisschen kennenlernt.
Und deswegen sagen mein Freund und ich aber, oh nee, also ich sag jetzt mal, Allgäu oder Dänemark oder kam für uns jetzt halt dieses Jahr nicht in Frage. Wir möchten halt gerne Sonne und Strand und Meer und irgendwie, ja, ihr merkt, es ist irgendwie so ein blödes Thema. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist also auch was, was mich beschäftigt hat. Das Tattoo hat mich beschäftigt. Dann beschäftigt mich momentan das Zuhause. Wir lieben unsere Wohnung. Die ist sehr schön. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus mit zwei Wohneinheiten. Und fühlen uns auch sehr wohl und auch wohnen auch mit Freunden von uns in einem Haus. Also wirklich alles tippitoppi. Aber wir haben halt zurzeit nur quasi eine 2,5-Zimmer-Wohnung und das ist uns beiden eigentlich zu wenig. Wir möchten gerne mehr Raum haben. Und die Lage momentan ist so blöd, weil es gibt halt nicht richtig viel super guten Wohnraum in Haha und auch im Umland nicht. Und wenn kaufen, haben wir auch in Betracht gezogen. Aber auch das, also aufgrund der Zinslage, ist das, die Leute nehmen echt für eine 60er-Jahre-Butze 110 Quadratmeter, 325.000 Euro, wo du dich fragst, sag mal, habt ihr zu heiß geduscht, oder? Aber das Krasse ist, die Leute zahlen es, aber das ist halt sowas, ganz ehrlich, das mache ich doch nicht. Nur weil ich keine, weil ich günstige Zinsen bekomme, zahle ich doch keine, versteht ihr, wie ich das meine? Und also das sind halt so viele Punkte, die mich beschäftigt haben und dann war ich deswegen halt auch ein bisschen negativ drauf und ja, weiß ich auch nicht. Oh Gott, ich hoffe, euch interessiert das überhaupt, ne? What's going on with Birdie? Ja, aber es ist halt so, ne? Mein Leben. So, dann liebe ich schon mal die die Entwicklung. Ich finde, es ist halt jetzt so ein mega schönes Erdnussbutterbraun. Und ich gehe dann nochmal mit dem Crease-Pinsel unten unterm Auge. Ne? Ich gehe dann nochmal am unteren Augenlidkranz. Nein. Oh Gott, mir fehlen wieder die. Manchmal, es tut mir auch echt leid, wenn mir die Worte so fehlen. Ich kann echt gut Deutsch sprechen, aber Wahnsinn. Ich glaube, ich verschenke bei der Arbeit so viele Worte, dass mir dann abends nicht mehr so viel einfällt. Also am unteren Wimpernrand, da ist es. Gehe ich auch nochmal links. Wobei das bei mir immer schwierig ist, wie ihr wisst, wegen den tränenden Augen. Ich hoffe, dass das heute geht. Ich mache deswegen auch immer ganz, ganz selten am unteren Augenlid Farbe hin. Also ich versuche das zu umgehen, weil meine Augen halt, sobald ich da mit irgendeinem Pinsel hingehe, ist halt, ja. Erste Weltprobleme, was soll ich sagen? Gibt wesentlich Schlimmeres als das. Aber gut. So, also ich gehe unten auch noch mal ein bisschen längs. Bisher klappt es auch ganz gut, muss ich sagen. Farben, super schön. Mir gefällt es mega gut. Die Farben, ein Träumchen. Träumchen. So, war ich stehen geblieben, genau. Urlaub, nett. Zu Hause, nett. Wir fühlen uns wohl. Es ist super schön. Ich könnte euch hier Bilder zeigen. Ich sitze in meinem Schlafzimmer. Und gucke auf eine Wiese. Das Doofe ist, diese Wiese soll bebaut werden. Und noch sind wir da weit von entfernt, aber es geht dann, wie wir alle wissen, schneller, als man sich das so vorstellt. Und ja, das ist halt auch nicht so toll. Gut. Keine Angebote, Immobilienangebote. Und sehr viel Nachfrage. Dann nehme ich mir Nylon, nehme mir einen neuen Pinsel. Irgendwie bin ich heute bei Zoe behaften geblieben. Und nehme meinen ersten Luxe Smoky Shader. Und werde mir das an den Augenbrauenbogen geben, ganz vorsichtig. Bei dem bin ich sehr gespannt, wie der auf dem Auge rauskommt. Ist aber schön. Ich glaube, man kann den auch wesentlich doller dosieren, als ich das jetzt tue. Ich bin ja jetzt sehr zaghaft, weil ich aber auch so viel über diesen Lidschatten gelesen habe, dass ich denke, man braucht dafür einen Waffenschein, wenn man zu doll reingeht. Ja, aber so reicht mir das auch schon. Noch ein lustiges Thema, meine Augenbrauen.
Ich finde das ganz komisch, mittlerweile mich ohne zu sehen. Ne? Also auch jetzt, wenn ich mich so sehe, bis vor anderthalb Jahren bin ich ja täglich ohne gemalte Augenbrauen rausgegangen. Also habe ich mir die ganz, ganz selten gemacht. Jetzt ist es so, dass ich mir krank vorkomme, habe ich sie nicht gezeichnet. Ganz, ganz übel. So, super. Und jetzt nehmen wir mal meinen schönen Iris-Ton. Man kann den natürlich auch super, den nehme ich übrigens auf den Essence Eyeshadow Pinsel. Ich nehme den heute auch ganz bewusst ohne Fix Plus, sondern einfach nur so wie er ist, um halt zu gucken, wie der rauskommt. Ich bin aufgeregt. Ist gut. Ich bin aber auch sehr vorsichtig. Genau, was ich sagen wollte. Also den kann man bestimmt richtig toll mit Fix Plus so ein bisschen anfeuchten und noch mehr zum Leuchten bringen. Aber das würde ich heute gar nicht. Ich will einfach nur so ein bisschen rumspielen, wie der Hamburger sagen würde. Und lass das halt so ein bisschen reinlaufen. Das reicht mir schon, Leute, um einen guten ersten Eindruck zu bekommen. Und ich bin total begeistert. Es tut mir auch total leid, ich gucke euch ganz selten an. Sorry dafür. So, machen wir heute... Was machen wir heute? Was machen wir heute? Frau von und zu. Den? Nein. Ich glaube, ich mache heute mal ganz dezent. Einfach mal ganz dezent. Gehen wir mal mit Creme unten rein. Beim Kajal ziehen kann man nicht sexy aussehen. Hat sie. So, dann werde ich mir jetzt die Wimpern tuschen. Also, sorry. Ich werde mir jetzt die Wimpern tuschen. Dann werde ich mir die Augenbrauen machen und dann hole ich euch wieder rein. Ne? Weil das kennen wir ja schon. Wimperntuschen, Augenbrauen machen. Ne? Haben wir schon gesehen. Bis gleich. So, mit O, da ist es. Augenbrauen auch fast was geworden heute. Also fast. Macht nicht. So. Ich bin auch noch nicht ganz fertig mit den Augenbrauen, weil es kommt noch Augenbrauen-Gel drauf. Und ja, aber ich wollte erstmal anfangen mit Concealer. Oh. Und dann nehme ich ja meinen Liebsten, den Lift Me Up Serum Concealer in Light. Irgendwas wollte ich euch gerade noch erzählen. Mein Gehirn ist auch ein Sieb. Genau, ich gehe jetzt auch nicht mehr so doll rein mit Concealer, weil was soll der Geiz. So, da müssen die Fingerchen heute für herhalten. Irgendwas wollte ich euch gerade noch erzählen, es ist mir entfallen. Es kommt bestimmt gleich wieder. Ich wollte euch auf jeden Fall von einem, von ein paar neuen Schätzchen erzählen. Und zwar einmal den H&M Bronzer in Golden Honey. Ich glaube, den hatte ich auch letztens doch gezeigt. Wo hatte ich den denn gezeigt? Vergessen. Habe ich noch nicht so lange. Mega, mega schön. Wer gerade so gebräunten, so gebräunt sein aussehen möchte. Ähnlich ist auch dieser Sun Bronzer, den ich in meinem Haul gezeigt hatte von P2. Auch sehr schön, wobei ich den von H&M bevorzuge, weil er matt ist. Ein großes Schätzchen, was wir auch gleich verwenden werden, ist der Astor Perfect Stay Fabulous in 700 Floral. Das ist aus dieser Serie. Sehr, sehr, sehr schön. Ich fand die Serie insgesamt gar nicht gut. Und dann habe ich mir was Swatches angeguckt und dachte, hä, das ist ja Nuton. Und im Geschäft habe ich gedacht, das gibt keine Nutöne. Ja,
Warum ich euch das erzähle, weiß ich auch nicht. Ist gut. So, also der ist auch auf jeden Fall tippitoppi, der Lippenstift. Jo. Ah, Mascara. Mascara. Ihr wisst ja, ich stehe auf die L'Oreal Sculpt. Ich finde die mega, mega, mega gut. Aber ich muss auch sagen, meine absolute, absolute, absolute Lieblingsmascara ist die Lash Sensational in Intense Black. Sie ist einfach mal die größte, tollste und beste Mascara. Ich muss es einfach sagen. Keine. Doch, die von L'Oreal hält den Schwung auch sehr gut, aber ich... Telefon klingelt. Ist halt jetzt so, oder? Ja, die hält den Schwung wie eine 1. Es ist ein Träumchen. Kann ich nur empfehlen. Ja, sagt mir auf jeden Fall nochmal zum Thema Reisen, was ihr im Sommer total empfehlen könnt. Welche Urlaubsziele ihr im Süden bitte egal ob im Auto oder, also wir sind dafür alles offen, ne? Also wir haben auch gesagt, wir fahren auch mit dem Auto. Stört uns auch nicht. Also so, also irgendwie habe ich da eine Lücke seit neuestem. Weiß nicht, was da los ist. Hatze. Jo, die Lücke muss ich gleich nochmal stopfen. Macht aber nichts. Dann sette ich einmal meinen unteren Augenbereich. Und zwar nehme ich dafür jetzt das Caviar Gauche Klimbim von Catrice. Das liebe ich. Das ist so toll. Das ist wie so ein Schimmerpuder, aber wirklich nur, ihr habt dadurch so einen richtig schönen Glow. Also das ist so ein tolles Produkt. Und ich hoffe, dass sie mal mit sowas ins Standardsortiment kommen. Weil, ja, ich bin begeistert. Und das gebe ich mir halt auch immer nochmal über die T-Zone. Damit mein ganzes Gesicht so ein bisschen schimmert. Finde ich super. Dann, weil ich gerade so schön davon schwärmte, nehme ich auch mal den H&M Bronzer heute. Der gibt einfach durch diesen roten Ton, den er hat, einem dieses durch die Sonne geküsste, leicht gebräunte, ich liebe das. Weil man sieht halt aus, als würde man aus dem Urlaub kommen. Und das gebe ich halt nur auf die Punkte im Gesicht, wo die Sonne halt auch hinkommen würde. So toll. So schönes Produkt. Genau, und dann machen wir noch ein bisschen Rouge. Hoppala. Und da bin ich ja zurzeit auch wieder auf so ein Oldie but Goodie gestoßen. Und zwar dieses Alterra Cake Pop Rouge, was ja nach Kokos riecht. Ich habe mir das damals gekauft, weil Mamako davon erzählt hatte. Und das war halt so eine Limited Edition. Und ich habe wirklich das letzte bekommen, was da noch im Regal stand. Und ja, ich freue mich jeden Tag, wenn ich es verwenden darf. Weil es riecht wirklich so ganz dezent nach Kokos und hat so einen ganz schönen natürlichen Ton und auch so einen leichten Glow. Super schön. So. So, dann muss ich nochmal hier das Loch stopfen in der Augenbraue. Was für ein Vogel mich da gerupft hat. Kann ich nicht sagen. Dann verwende ich als Lip Liner den Manhattan Extreme Last Lip Liner in der Farbe 59Y. Das sind diese Teilchen hier. Finde ich auch mega. Auch alleine super übrigens. So Leute, das ist jetzt erstmal mein Make-up-Look. Ich hoffe, er gefällt euch. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr schön. Also wie gesagt, ich habe es ganz, ganz dezent gemacht heute. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Ich finde die Farben mega, mega schön. Mir gefällt die Zusammenstellung. Ich bin super zufrieden damit. Und es ist absolut ausreichend als Urlaubsquad. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ja, was wollte ich noch erzählen? Thema Weight Watchers brennt mir auch unter den Nägeln. Ich werde da öfter nochmal gefragt nach und so.
Ja, ich mache das noch. Es fällt mir aber sehr, sehr schwer, wieder auf den Waggon aufzuspringen, ehrlich gesagt. Und ich hatte ja, wann habe ich denn damit angefangen? Im März? Ich weiß gar nicht genau. Da hatte ich ja 5 Kilo abgenommen, auch relativ schnell, also ich sag mal auch innerhalb von 4 Wochen. Und das war auch tippitoppi. Und dann war aber irgendwas, so eine Serie an doofen Dingen. Und dann habe ich irgendwie wieder zugenommen. Und jetzt bin ich wieder bis auf 1 Kilo weniger vor meinem Startgewicht beim letzten Mal. Und ich sehe das aber gar nicht, ich sehe das gar nicht schlimm. Ich muss einfach verstehen oder ich muss einfach eine gewisse, ich muss meinen Blickwinkel aufs Essen verändern. Das ist mir einfach aufgefallen. Ich muss meinen eigenen Blickwinkel aufs Essen verändern. Und schlussendlich kann mir da auch nicht Weight Watchers bei helfen. Natürlich kann einem das Konzept unterstützen. Aber ich sag mal, schlussendlich muss es in der eigenen Birne Klick machen und so weit bin ich noch nicht. Aber ich gebe mir Mühe und ich mache auch weiter Weight Watchers, weil es mir mir fällt es einfach leichter mit dem Konzept, was die haben, mit diesem Tagebuch, was ich als App auf meinem Handy habe, wo ich eintragen kann, was ich essen kann, was ich esse und so weiter. Das hilft mir schon und schlussendlich garantieren die einfach auch Ergebnisse und ich kann es auch nur so unterschreiben. Das Problem ist halt, du musst die ganze Zeit Weight Watchers essen, dein Leben lang im Grunde, damit das Gewicht auch so bleibt. Es sei denn, du hast halt irgendwann den Dreh raus und bist so gut in der Ernährungs-Selbstberatung, dass du das auch so hinkriegst. Aber ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen dauerhaft Hilfe brauchen, die dazu neigen anzusetzen. Und dazu gehöre ich hundertprozentig auch. Aber nichtsdestotrotz mache ich es weiter und ich lasse mich auch jetzt nicht davon, von dem Gegenwind, den ich selbst jetzt bekommen habe, zurückschmeißen, um Gottes Willen. Ich möchte gerne weiterhin abnehmen und ja. Aber ich bin halt eben jetzt, wenn ihr so wollt, vom letzten Mal anfangen, habe ich jetzt noch 1 Kilo weniger als beim Anfang, aber hatte auch eben schon 4 weitere Kilos abgenommen, die ich jetzt leider wieder drauf habe. Bin ich ganz ehrlich mit euch, ist halt wie es ist, ne? Ja, genau. Wollte ich jetzt noch irgendwas? Irgendwas wollte ich doch eben noch erzählen. Ich hab's vergessen, ey. Ich habe ein Gehirn wie ein Sieb. Aber ich würde sagen, wir sind auch schon lange genug, ehrlich gesagt, mit unserer Zeit. Und ja, ich werde euch versuchen, das Make-up sehr, sehr schön dicht reinzuzoomen beim Thumbnail-Bild, damit ihr es gut sehen könnt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Look. Wie gesagt, heute war es ein sehr quatschiges Video und ich bin auch immer sehr konfus, weil meine Gedanken immer sehr konfus sind und ich muss, ne? Keep calm and carry on. Und ja, wenn ich Lust habe, mache ich gleich noch das Q&A. Mal schauen. Und ja. Ich habe unglaublich viel Scheiße geredet heute. Ich weiß, das böse Wort darf man nicht sagen, aber okay. Es wird garantiert nochmal, wenn ihr Bock habt, ein solches Video geben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Lust auf solche Videos habt. Und ich bin auch heute total verträumt. Ich gucke ständig raus. Das Wetter ist auch so schön. Ja. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch weitere solcher Videos haben wollt oder ob euch das viel zu konfus war und ich viel zu abgedreht war. Also auch das ist okay. Scheut euch bitte nicht, seid freundlich, aber scheut euch nicht, mir die ehrliche Meinung zu sagen. Und ja, wie gesagt, ich bin ganz begeistert von meinen neuen Errungenschaften und mir gefällt auch der Look gut. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch und ich wünsche euch einen ganz, ganz, ganz schönen Abend und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, auch gerade von den Dingen, die ich erzählt habe. Das werdet ihr alles verfolgen können, wenn ihr mir bei Instagram oder bei Snapchat folgt. Und ja, das soll es gewesen sein für heute, ne? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao!